Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum dritten Video der Lost Ark-Reihe. Einfach erklärt, kurz auf den Punkt, einzelne Mechaniken oder auch Tipps und Tricks zu Lost Ark von mir. Sir David wollte generell nicht nur, wie ich nochmal nachgelesen habe, was über den Geheimladen wissen, was wir in Episode 2 besprochen haben, über Maries Geheimladen, sondern auch über den Shop generell, was sich da lohnt. Von daher gehe ich da jetzt auch nochmal drüber. Ne? Das haben wir im vorherigen Video abgearbeitet. Wenn euch das interessiert, was sich hier aus meiner Sicht lohnt, seht ihr das da. Und jetzt geht es um den normalen Shop. Es gibt im Echtgeld-Shop, es ist kein richtiger Echtgeld-Shop, ne? Die meisten Sachen oder alle Sachen könnt ihr für Kristalle kaufen eigentlich auch und diese Echtgeldwährung, die wandelt ihr genau wie Gold im Game nur in Kristalle um. Das bedeutet, alles im Shop könnt ihr auch so kaufen. Mit Ausnahme vielleicht von einigen solcher Dinge. Ich weiß gar nicht, ob man das gescheit tauschen kann. Ja, weiß ich nicht. Ist ja auch wurscht. Kommen wir zum Punkt. Was sind die wirklich wichtigen Sachen, die ihr tun solltet? Einmal gibt es ein Paket, welches einmalig pro Account ist. Und dieses solltet ihr auf jeden Fall kaufen, wenn ihr von der Founders Edition oder sonst wie noch genug davon habt, ne? Von dieser richtigen Echtgeldwährung, die ihr wirklich kauft. Die sind in den Founders Packages dabei gewesen und so weiter. Und das ist dieses Paket hier. Dieses Paket kostet 1100 Kristalle oder wie auch immer diese Dinger heißen. Das geht nur einmalig und das bringt euch 2600 von den blauen Kristallen. Und das ist ein absurder Deal, weil eigentlich kriegt man halt nur ungefähr die Hälfte, bisschen weniger sogar, von der Echtgeldwährung umgewandelt in Kristalle. Das seht ihr hier überall. Ne? Das sind diese Sachen, die ihr immer machen könnt. Ne? Die Echtgeldwährung in Kristalle tauschen. Dann seht ihr, 940 geben 400 Kristalle. Ne? Also 940 von den orangenen oder was auch immer beigefarbenen zu 400. Aber hier kriegt ihr einmalig, das ist so ein Anfixgebot in einer gewissen Hinsicht, kriegt ihr für 1100 ganze 2600 Kristalle. Und das ist wirklich eine Menge. Ne? Das ist umgerechnet aktuell goldtechnisch. Boah. Weiß nicht, über 20.000 Gold oder so. Das ist wirklich eine fucking Menge. Und dementsprechend das auf jeden Fall machen, wenn ihr das könnt. Das ist also ein Deal, den ihr immer nehmen solltet. Für Kristalle selbst ist natürlich vor allen Dingen der Schiffskin sehr relevant, den ich jetzt gerade gar nicht finde. Ist der? Sehr gute Frage. Ist der bei Funktion? Ist der bei alle? Ich habe ihn gekauft. Den seht ihr bei fast jedem Spieler auf hoher See. Der kostet einmalig 420 Kristalle. Ich glaube, er wird mir nicht... Ach, da ist er doch. Das ist das. Und das ist halt einfach ein Skin, den ihr auf jedes Schiff knallen könnt. Und der einfach sehr, sehr hilfreich ist. Er lässt euch schneller segeln. Ne? Mit einer 30% Chance beim Speedboost kriegt ihr eure Energie sozusagen zurück zu großen Teilen. Und gleichzeitig, wenn ihr auf einer automatischen Route seid, verbraucht er die Schnellsegeln automatisch. Das heißt, wenn ihr irgendwie euch eine Route einfahrt und ihr fahrt 3 Minuten dahin, könnt ihr auch AFK gehen, das fährt und fährt trotzdem mit maximalem Speed. Das ist also für 420 Kristalle einmalig ein absurder Deal. Das sollte man einfach tun. Das kann man immer mal wieder gebrauchen. Ja, und ansonsten gibt es im Shop viele Sachen, die halt immer sehr situativ sind. Ich meine, über Skins und Co. müssen wir nicht reden. Das ist natürlich eure eigene Sache, ne? Ob ihr davon irgendwas wollt, wie ich zum Beispiel meine Pinata-Reittier, was ich einfach haben wollte. Das ist es mir halt wert. Oder halt Großskins, darüber müssen wir nicht reden, denke ich. Einige andere Sachen können viel Sinn machen teilweise, wie zum Beispiel dieses Paket hier. Das kaufe ich ganz gerne mal. Das sind 3000 Arbeits- oder Lebensenergie, also die Handwerksenergie und gleichzeitig eine Sprungessenz, sodass man schneller abbaut einmal eine Zeit lang. Später werdet ihr eventuell Feons brauchen für Auktionsverkäufe, aber da habt ihr jetzt zum Start eigentlich relativ viele. Und so Sofortabschlussaufgaben können natürlich sehr hilfreich sein, wie zum Beispiel, um das Geisterschiff zu bekommen, was man eigentlich questfortschritttechnisch nur einmal pro Woche machen kann. Mit einem Sofortabschlussticket könnt ihr es halt 7-mal pro Woche machen, ne? Auch wenn das Geisterschiff ihr gar nicht mehr betreten könnt diese Woche. Und so kriegt ihr zum Beispiel schneller das Schiff. Sind aber alles sehr, sehr situative Sachen und da könnt ihr euch dann einfach selbst entscheiden, ob ihr davon was braucht oder nicht. Wie gesagt, die Must-Have-Sachen aus meiner Sicht sind einmal diese unglaublich gute Kiste, ne? Die hier, die würde ich einfach nehmen, weil so viel Kristall-Value ist insane und für 1100 von den Dingern immer super. Und das andere wäre halt das Schiff. Alles andere ist sehr optional und das könnt ihr dann einfach selbst entscheiden, wenn ihr halt mal irgendwas dringend braucht, wie, keine Ahnung, ihr braucht halt unbedingt ein bisschen Beziehungskisten oder so, dann kann man das halt machen. Und ansonsten ist da aber nichts, was wirklich absolut essentiell wäre. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war die dritte Folge. Lasst mich wissen, was ihr beim nächsten Mal sehen wollt. Ich bin raus und bis bald.